es gab immer Konflikte. Aber es gab noch nie eine Zeit, wo das Übel, der Kuffer, die Sünde, die Schwäche überwiegt hat, so wie das jetzt der Fall ist. Das gab es nicht. Sowas gab es nicht in der Geschichte des Islam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn diese Zeit kommen wird, dann wird die Strafe kommen und wird das Übel kommen und dann werden die Muslime unterdrückt und man macht mit ihnen, was man will. Und das aufgrund dessen, dass das Übel einfach zu viel ist. Dass die Sünden normal geworden sind. Heute ist das ja normal. Wie ich gesagt habe, die Sünden sind normal, die guten Taten sind unnormal. Wenn jemand angefangen hat zu beten, dann sagt, oh, mashallah, bist du Hodja geworden oder was? Ja? Er hat angefangen zu beten. Was ist los mit dir? Bist du jetzt etwa Hodja geworden oder was ist los mit dir? Ja. Der Bruder sagt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Was ist los mit dir? Die Schwester sagt, ich habe nichts mehr mit Männern zu tun. Bist du etwa, warst du in Mekka oder was hast du gemacht? Ja? Das heißt, die Sünden sind normal geworden unter den Muslimen. Dann kommt noch, wenn wir über die Nicht-Muslime reden, da sind auch viele Dinge normal geworden, die nicht normal gewesen sind. Was ich damit sagen will, ist, in so einer Zeit musst du trotzdem das Übel als Übel sehen, auch wenn es normal ist bei den Menschen. Das Böse als Böse sehen, auch wenn es normal ist unter den Menschen. Und vor allen Dingen musst du das Übel als Übel ansehen von deinem Herzen her, auch wenn du was nicht mit deiner Zunge etwas dagegen tun kannst und mit deiner Hand dagegen etwas tun kannst.